Hallo und herzlich willkommen zu AfD aktuell. Wir wollen heute zum Tag des Grundgesetzes mit unseren stellvertretenden Bundessprecher reden. Stefan Brandner, herzlich willkommen. Ja, hallo. Herr Brandner, Sie sind ja von Haus aus Jurist. Gerade im Bereich des öffentlichen Rechts sagt man ja, dass das Grundgesetz sozusagen die Bibel der Juristen ist. Wie sehr schmerzt es denn eigentlich, wenn man dann sieht, wie die Politik mit unserem Grundgesetz ja umgeht und es teilweise sogar als Bastelgrundlage benutzt? Ja, man ist entsetzt, wobei es in Deutschland subtiler läuft. Also Grundgesetzänderungen sind ja sehr sporadisch. Gott sei Dank geht man da relativ wenig ran. Es ist in Deutschland einfach so, dass das umgedeutet wird. Also das Grundgesetz ist eigentlich in wesentlichen Bereichen Ehe, Familie noch so, wie es 1949 auf den Markt kam. Aber die Politik hat einfach den Ehebegriff umdefiniert und gesagt, das ist völlig anders. Der Eigentumsbegriff wird teilweise umdefiniert, der Freiheitsbegriff wird umdefiniert. Also Änderungen im Grundgesetz nein, aber in der täglichen Wirkung. Wir gucken auf die Corona-Proteste beispielsweise, die ja viele, viele Monate angedauert haben, was da plötzlich aus dem Demonstrationsrecht wurde, was aus den Freiheitsrechten wurde. Das hätte ich mir nicht vorstellen können, dass trotz eines unveränderten Grundgesetzes plötzlich die Rahmenbedingungen ganz anders sind. Im Koalitionsvertrag wurde ja auch festgelegt, dass Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden sollen. Das klingt ja erstmal sympathisch, oder? Ja, dann denkt man sich, Kinderrechte, tolle Sache. Wobei ich mal so ein bisschen spaßig sage, lieber mehr rechte Kinder als Kinderrechte. Oh, der ist gut, oder? Das unterzeichnen wir jetzt. Aber das war's für die JA übrigens. Ja, da funktioniert das ja. Also, wie gesagt, das soll ins Grundgesetz rein, hört sich sympathisch an. Es ist aber ein Frontalangriff auf die Elternrechte. Also eigentlich werden die Elternrechte dadurch beschnitten. Und wir kommen in den Bereich rein, was man so formulieren kann, wie eine Verstaatlichung der Kinder findet da statt. Ne? Was ich Scholz, der mal gesagt hat, wir brauchen die Hoheit über den Kinderbetten. Und genau das passiert da. Dass man also von Anfang an Zugriff, staatlichen Zugriff auf die Kinder hat und da Sachen auch gegen Elternwillen durchsetzen kann. Und deshalb sind wir gegen die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz. Nicht, weil wir die Gegenpartei sind, sondern weil wir für starke Eltern- und Familienrechte sind. Und das geht schief, wenn man die Kinderrechte ins Grundgesetz reinschreibt. Zumal Kinder bisher auch sämtliche Grundrechte haben, die Erwachsene auch haben. Also es ist eigentlich überflüssig wie ein Kropf. Es sei denn, man will es ideologisch machen und das befürchte ich. Ideologisch haben Sie jetzt gerade hier in den Raum geworfen. Was bedeutet das? Also man verfolgt doch eine höhere Agenda? Ja, es ist ja, die gesamte Gesellschaft wird ja von der Politik durchdrungen, sage ich mal. Sie merken das beim Eurovision Song Contest. Eigentlich eine politikfreie Zone, das wird plötzlich aufgeblasen zu einem riesen Politspektakel. Jedes Fußballspiel ist plötzlich dadurch geprägt, dass man irgendwie Zeichen setzen muss oder solche Geschichten. Und genau das passiert in dem Bereich auch. Das sind Sachen, die also entpolitisiert gehören, aber politisiert werden. Kommen wir noch mal zur Wahlbeteiligung. Gerade bei den letzten zwei Landtagswahlen war die Wahlbeteiligung relativ gering. Also in NRW waren es 55,5% und in Schleswig-Holstein 64,2%. Was bedeutet das letztendlich auch für unsere Demokratie? Ja, leider war da bei den letzten beiden Landtagswahlen auch die Stimmenzahl der AfD nicht besonders prickelnd. Das muss man wirklich so sagen. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen ist die Wahlbeteiligung jeweils um 10% zurückgegangen. Da geht es ja um Zehntausende Wähler. Das sind Leute, die sich enttäuscht von der Politik abgewandt haben. Möglicherweise auch einige darunter, die sich enttäuscht von der AfD abgewandt haben. Denn es war ja lange Zeit so, dass wir als Alternative für Deutschland dafür gesorgt haben, dass die Wahlbeteiligung steigt und sehr viele von den teilweise Erstwählern, aber jetzt nicht, weil sie so jung waren, sondern weil die Wähler tatsächlich gesagt haben, das ist die Alternative, die wähle ich jetzt, dass die sich wieder abgewandt haben und haben gesagt, also die Alternative, ich will jetzt nichts reininterpretieren, dass die sagen, vielleicht, die können eh nichts durchsetzen, weil sie so wenig Prozente haben, da bleibe ich lieber zu Hause. Oder sag mal, die Enttäuschung dadurch zeigen, dass sie doch vielleicht die regierenden Parteien teilweise auch wieder wählen. Das ist eine schlimme Entwicklung, die da stattfindet. Aber jeder Wähler ist frei. Er muss selber entscheiden, ob er wählt und wen er wählt. Mich würde es natürlich freuen, wenn viel mehr zur Wahl gehen würden und die dann auch die AfD ankreuzen. Ich kann das nur empfehlen. Aber ich bin da ein bisschen befangen. Welche Initiative müsste sich sozusagen die AfD auf die Fahne schreiben, um gerade diese Nichtwähler wieder für sich zu gewinnen, vor allem in den alten Bundesländern? Ja, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt, wir müssen wahrscheinlich auch was ändern, aber das Problem ist halt, dass wir ohne unser Zutun
im politischen Bereich mit politischen Aussagen kaum wahrnehmbar sind. Wir werden ja ignoriert, wir werden geschnitten. Schön, dass es deshalb solche Formate gibt wie hier, die wir dann selber produzieren und die auch eine große Reichweite haben. Aber wir werden nicht eingeladen in diese Talkshows beispielsweise. Das kann man davon halten, was man will. Ich finde die auch nicht gut, aber man erreicht Millionen Publikum. Ne? Wenn die AfD zu Wort kommt, dann wird meistens über uns berichtet und wir können keine sogenannten O-Töne, also Originaltöne setzen, wo wir unsere Programmatik rüberbringen können. Also das ist ganz, ganz negativ für uns, dass wir in der öffentlichen Wahrnehmung als politische Partei nicht wahrgenommen werden. Wenn dann irgendwo Streit bei uns ausbricht, dann ist der Aufschrei groß, das wird berichtet. Daran sind wir natürlich auch selber schuld, denn wenn wir nicht streiten würden, würde auch darüber nichts berichtet. Also es ist eine Mischung, die nicht schön ist. Auf der einen Seite das Schneiden durch Medien, Presse, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, auf der anderen Seite bei uns in wichtigen Themen brauchen wir sehr lange, um eine einheitliche Linie zu finden, wenn wir dann eine finden. Aber wir haben demnächst den Bundesparteitag. Und ich denke mal, da wird jetzt der eine oder andere sich klären. Wir müssen was ändern. Ich glaube, da sind sich alle einig. Quer durch alle Strömungen der Partei sind sich alle einig, es muss was geändert werden. Es wird dann letztendlich die Frage sein, was muss man ändern? Und da bin ich mal gespannt, wie der Bundesparteitag entscheidet. Jetzt wurde neulich von einem Weltmagazin sozusagen eine Tabelle rausgebracht, welche Politiker am meisten angefeindet werden auf den sozialen Netzwerken. Und da sind Sie ganz vorne mit dabei, gerade auf Twitter. Was bedeutet das denn für unsere Meinungsfreiheit? Toll, oder? Hätte ich auch nicht gedacht. Also wenn man mich gefragt hätte, hör mal, wer ist der am meisten beleidigtste Politiker auf Twitter, dann hätte ich sofort an Frau Schäbli gedacht oder so, die ja immer ziemlich rumjammert. Oder an die Wahrnehmung ist auf jeden Fall da, ja. Und Schäbli war, glaube ich, nicht mehr unter den ersten 10 oder 15, nee. Ne? Also, an Lauterbach hätte man gleich gedacht, also, dass ich ganz oben stehe. Ja gut, ich habe das ja schon ein paar Mal erklärt, man kriegt das ja nicht so mit. Ne? Es gibt ja bei Twitter die Funktion blockieren, von der mache ich ganz, ganz sparsam Gebrauch. Also Meinungsfreiheit geht für mich über alles, aber es gibt die Möglichkeit, stumm zu schalten. Und davon mache ich dann öfter mal Gebrauch, sodass das ganze erbärmliche Geseiere, was da von immer den gleichen auch abgesondert wird, dass das gar nicht so richtig zu mir durchdringt. Aber es ist eigentlich eine wichtige Sache, weil Politik lebt ja auch davon, von Wahrnehmbarkeit. Wir hatten das gerade gesagt, wenn das schon in den öffentlich-rechtlichen und in den anderen Medien nicht funktioniert, dann wenigstens in den sozialen Medien. Und da ist es immer so ein Spagat, ne? Wie macht man es dann? Aber wenn man wahrgenommen wird, kann man auch transportieren. Also ich finde das alles andere als schlimm. Gerade zum Thema Meinungsfreiheit würde ich noch ein Thema mit einbringen. Der TikTok-Account der Bundes-AfD wurde ja gesperrt. Ein TikTok-Account, der mittlerweile eine Reichweite von über 600.000 hatte. Und Sie selbst sind ja auch sehr aktiv auf TikTok. Was bedeutet das letztendlich auch für unseren politischen Diskurs hier in Deutschland? Ja, das ist ja eine Sache, die wir schon seit längerer Zeit beobachten, dass die Zensur bei Facebook, bei Twitter, bei YouTube, jetzt auch bei TikTok Ausmaße angenommen hat, die man sich auch nicht hätte vorstellen können. Wir haben ja vorhin über die Grundrechte gesprochen und auch da wurde im Grundgesetz nichts verändert oder in der Gesetzgebung in Deutschland. Man hat einfach die Zensur privatisiert. Ein ganz eleganter Weg. Also das, was auf Twitter, Facebook und Co. stattfindet, könnte sich ein Staat niemals erlauben, so zensierend einzugreifen. Und das erkennt der Staat in Deutschland auch. Deshalb hat er also den Anbietern jeweils aufgegeben zu zensieren. Und die machen das natürlich auf Teufel komm raus. Man weiß ja, wer da beschäftigt ist bei den sozialen Medien in den Bürobereichen oder wer zuständig ist für Zensur. Wir werden überschüttet mit diesen Twitter-Warnungen, wo wir angezinkt werden, wobei das nie zu irgendwas führt. Also auch eine ganz ungesunde Entwicklung. Ich selber habe auch öfter mal Probleme, dass bei YouTube irgendwelche Filmchen gesperrt werden. Dann muss man Anwalt einschalten. Das kostet natürlich immer Geld, gewinnt dann auch immer. Aber erstmal ist die Reichweite weg und die Arbeit von mehreren Wochen für die Katz. Also auch eine Entwicklung, die ich mir nie hätte träumen lassen, zumal ja mal die sozialen Medien angetreten sind mit Meinungsfreiheit über alles sozusagen. Ja, richtig. Und Musk versucht das ja jetzt wieder so ein bisschen zu transportieren. Ich hoffe, dass er sich da mit seinen Ideen, also Elon Musk, dass er sich durchsetzen kann. Vielleicht kauft er ja auch noch TikTok. Das wäre für uns so ein Vorteil. Ja. Sollten mal einen Brief hinschreiben. Wobei ich da nicht weiß bei ihm, also er ist ja jemand, der Geld verdienen will. Ne? Also ist ein Geschäftsmann, ja. Ich glaube, wenn da die Meinungsfreiheit mehr wird, dann ist das mehr so ein Kollateralvorteil. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er nur deshalb das macht. Aber vielleicht auch doch. Ich kenne ihn jetzt persönlich nicht so gut. Noch ein anderes Thema. Also gerade die Grünen diskutieren ja darüber, zum Schutz zukünftiger Generationen das Grundgesetz einzuschränken. Also sprich, das heißt, dass man vielleicht irgendwann auch einen Plan erstellt, wann wer wie in den Urlaub fährt, wie viel Fleisch konsumiert werden darf. Was bedeutet das denn vor allem für den normalen arbeitenden Bürger? Ja, aber auch da wird es nicht dazu kommen, dass das Grundgesetz geändert wird. Wir haben ja
diese relativ komische Vorschrift, Artikel 20a Grundgesetz. Da geht um die natürlichen Lebensgrundlagen der Menschen, die geschützt werden sollen. Da taucht das Wort Klima nicht einmal auf. Und das Bundesverfassungsgericht hat doch dieses umstrittene Klimaurteil vor einigen Monaten gemacht, wo ich dachte, am Anfang erst dachte, oh, endlich kommt vom Bundesverfassungsgericht mal irgendwas gegen diesen Klimawahn und Klimaunsinn. Aber die haben reingeschrieben, ihr macht noch viel zu wenig. Also aus dem Grundgesetz nicht ansatzweise ableitbar, was in dem Urteil drin stand und was dann an Politik umgesetzt wird. Sodass ich glaube, dass da nichts geändert wird. Aber wir laufen natürlich auf den Rationierungsstaat hinaus, ne? Was vielleicht den CO2-Ausstoß pro Jahr angeht. Und wenn man dann zu viel Auto fährt, ist ab März Schluss oder ab April. Das trifft allerdings nur die normalen Bürger. Wir wissen ja selber, dass den CO2-Ausstoß beispielsweise bei Hubschrauberreisen von Verteidigungsministerinnen dann wieder nicht so eine große Rolle spielt, ne? Also Wasser predigen, Wein saufen, das können die Regierenden ganz gut. Stimmt. Zum Schluss noch die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Hier macht sich gerade noch die AfD vor allem stark für das medizinische Pflegepersonal. Wie läuft denn da die Debatte noch weiterhin im Bundestag ab? Ja, also eigentlich gar nicht mehr. Also wir werden immer, wenn die Möglichkeit besteht, das zu thematisieren, es tun. Die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag sind bekannt. Da ist nicht, also aus jetziger Sicht kein Blumentopf zu gewinnen. Wir sind erstmal froh, dass wir einen sehr großen Erfolg erzielt hatten, dass wir die allgemeine Impfpflicht verhindert haben. Ne? Obwohl strukturell eine Mehrheit für die Impfpflicht im Deutschen Bundestag war. Gott sei Dank haben wir es geschafft, einen Keil da reinzutreiben zwischen die Altparteien, sodass die CDU dann auch so einen absurden eigenen Antrag vorgelegt hat. Und was wunderbar war, der Schulterschluss zwischen Politik, also der parlamentarischen Vertretung, wir als AfD, und den Bürgern auf der Straße, die zu Hunderttausenden, zu Millionen, viele Wochen und vor allem im Winter, ich war oft dabei, strömender Regen, Schneeregen, arschkalt, darf man das sagen? Ja, ne? Ja, also die sind trotzdem nachhaltig, meine Freiheit. Nachhaltig auf die Straßen gegangen, das fand ich wirklich gut. Leider ist jetzt in Vergessenheit geraten, dass es diese einrichtungsbezogene Impfpflicht noch gibt. Aber wir werden immer, wenn die Möglichkeit da ist, das thematisieren und immer wieder versuchen, auch das wegzubekommen. Herr Brandner, würden Sie mir bei folgender Aussage zustimmen? Souverän ist anscheinend nicht mehr das Volk, wie es unser Grundgesetz fordert. Souverän ist heute offenbar, wer über Ausnahmezustand entscheidet. Das ist der Gedanke von Ihnen? Von unserer Grundsatzabteilung. Dann stimme ich natürlich gerne zu. Nein, also inhaltlich ist das wirklich korrekt. Und an dem Beispiel merkt man ja, wenn man nicht weiß, wer es gesagt hat, darauf kommt es heute entscheidend an. Es kommt ja heutzutage nicht darauf an, was man sagt, sondern im Zweifel, wer es sagt. Ja? Und es gibt ja Persönlichkeiten in der Geschichte, die man jetzt möglichst wenig zitieren und denen man auch nicht recht geben sollte. Aber diese Aussage ist aus meiner Sicht wirklich zu 100% richtig. Das war ein gutes Schlusswort. Danke, Herr Brandner, dass Sie sich die Zeit genommen haben und weiterhin viel Erfolg. Danke für die Einladung.